Zing. Okay, Echsen, da können wir ruhig auch mal zaubern ein bisschen. Oh, du bist keine Echse. Ja, und wenn wir den ersten Rang, also Expertenrang in Kette für Lei und Mürrim haben und Platte für Girogon, dann geht es im Schießen gleich auch wesentlich schneller. Das dürfte ja auch nur so ein, zwei Stufen dauern. Nicht hauen. Schießen ist viel toller. So. Räumen richtig gut auf hier. Zischel. Also Brücke oder da in das Gebirge? Gucken wir erstmal ins Gebirge. Auch Gegner, okay. Vielleicht finden wir noch einen Dungeon hier in der Nähe. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr Auswahl. Auswahl ist immer gut. Wir haben ja gesehen, dass manche Dungeons doch schon wesentlich schwieriger sind als andere. Zing, 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 zing. So. Oh, oh. Viele Ex-Menschen und Rote auch dabei. Jo, Echsen schützen. Oh, nicht runterfallen. Können wir gleich mal unseren neuen Heilzauber ausprobieren. Du. Wunden heilen. Girogon. Ja, doch. Macht schon gut was aus. Und da oben ist eine Hütte. Okay. Oh, irgendwann ist runtergepurzelt. Wegen dem werde ich nicht schlafen können. Also die Gruppe wird wegen dem nicht schlafen können. So. Also bis auf den einen, zwei, die da runtergepurzelt sind, ist hier oben auch sauber. Der Seher. Pilgerfahrt. Es ist März, der Charisma-Monat. Oh, jetzt geht das Aufschreiben los. Zing. März. Charisma. Wenn du zum Charisma in Schrein gehst und betest, wirst du für deinen Aufwand entlohnt werden. Wir haben keine Ahnung, wo der Charisma-Schrein ist. Hinweis. Ich würde vorschlagen, dass du die Beförderungsaufgaben der sechs Lords von Endros erfüllst, bis du weiter aufgestiegen bist. Okay. Paar Reagenzien. Und wieder hier runterrutschen, um die zwei da umzubringen. Oh. Ja, das ist keine so gute Idee. Wir haben nämlich noch keinen Federfall. Er schießt auf uns, du da hinten, ne? Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So. Nicht mit uns, komm schon. Ah. Die schießen schon von da hinten. Okay, Deckung. Deckung, 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 Deckung. Schlafen. Und einmal Auge. Segen. Da hinten. Nächste Segnung. Da. Es sind ganz schön viele Echsenmenschen. Hier sind nur noch Echsenmenschen. Definitiv ein Ticken schwieriger. Aber müsste auch mehr Erfahrung und mehr Gold geben. Au, 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 au. Sehr viele Pfeile in der Luft. Wie man hören kann. Da. Du bist ein... Oh. Okay, raus, 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 raus.
Warum verteilen sie sich so weit nach hinten, hinter die Brücke? Das ist nicht gut. Wollt man die Flucht abschneiden, ha? So. Oh, Zauberpunkte sind gleich aus. Ein, zwei kriegen wir noch so mit den Pfeilen hin. So, so. Ja, es klappt sehr gut. Und wir haben gleich schon wieder 1000 Gold zusammen. 1001. Obwohl wir wesentlich mehr brauchen für die ganzen Sprüche. Vor allem auch für Mürren sollten wir demnächst mal einen Blitzschlag organisieren. Auch wenn der ziemlich viele Zauberpunkte braucht. Und sie als Schützin hat bei weitem nicht so viele wie Talana. Ich glaube, einen noch und dann können wir uns wieder zurückziehen. So, raus, 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 raus. Und es wird auch dunkel. Das ist ein gutes Zeichen, dass wir schlafen gehen sollten. Hops. Vorhin brauchten wir noch 6000 noch was Erfahrungspunkte. Gucken wir, wie viel wir jetzt noch brauchen. Also die ganzen toten Gegner hier haben 1000 gebracht, also ein sechstel Level. Wow. Ist okay. Nicht gerade so viel, aber ist okay. Die Aufgaben bringen halt doch wesentlich mehr. Du bist ein einfacher, du bist eine rote, du brauchst Zauber. Da sind wieder Kisten, ich sehe es doch genau. Bei so einer großen Gruppe sind immer Kisten. Lay nochmal bitte Segen auf dich. Lay, komm schon. Nicht von Pfeilen zerdochert werden. Segen sie. Schmugglersbucht. Nein, wir wollen nicht zur Schmugglersbucht. Wir wollen hier aufräumen. So. Und vor allem wollen die Kisten da hinten öffnen. Viel wichtiger als irgendeine Schmugglersbucht. Oh, da ist noch ein Eingang. So, sind fast keine mehr da. Sehr gut. Oh, ein roter. Und alles daneben. Bleibt doch gefälligst stehen, wenn ich auf ihr schieße. So wie du da. So, nur noch Kleinkram am Leben. Sehr gut. Dann bitte gleich einmal Mürren heilen, damit sie, falls die Falle doch hochgeht, nicht gleich umkippt. Und irgendjemand schießt da noch. Drei Jungs sind hier noch am Leben. Zwei. Komm schon. Einer. So, gib mir die Kisten. Eine Nahrung. Keine Falle. Ein Dreizack. Nicht so wirklich Wichtiges bisher. Ich glaube, einer hat noch keinen so Umhang. Genau, du hast nur einen braunen. Jetzt hast du einen blauen. Aha. 2D4 plus 2. 2D4 plus. Ja, der ist besser. So, aber was Kisten angeht, war das ziemlich mau. Verglichen was mit dem, was wir sonst so hatten. So geitert nicht. Wie teuer ist schätzungsweise der Expertenrang für Feuer? Für Talana? Ich schätze mal 2000, ne? Ja, nicht so gut. Was machen wir da? Also wir können jetzt die Sache hier noch verkaufen. Aber das wird echt eng mit 2000.
Wir könnten nochmal versuchen, im Tempel von Ba ein bisschen voranzukommen. Also es war ja theoretisch machbar. Man musste nur sehr oft zurücklaufen. Könnten da reingucken. Ja, komm. Versuchen wir das da mal. Wenn es zu schwer ist, wissen wir wenigstens, dass es zu schwer ist und können es ein andermal versuchen. Aber jetzt einfach so wegzugehen, weil wir davon ausgehen, dass es zu schwer ist, wäre. Nee. Nee. Wir sind Helden. Wir schlafen erstmal. Waffen uns hoch, wie sie das für Helden gehört. Jedenfalls ansatzweise. Und gucken rein. Schattengildenversteck. Das ist das, was ich vorher meinte, mit dem Auftrag aus Neusorpigal. Diese Gegend scheint verlassen. Allerdings führen Fußspuren durch eine kürzlich reparierte Tür. Vielleicht ist diese Gegend doch nicht so einsam. Oh, wo sind wir? Wir sind in einem Hier ist mir Diebeslager. nicht wohl. Wo ist denn Paladin, verdammt? Oh, was zur Hölle? Okay, wir sollen vielleicht auch hier lang. Das war ein Zeichen. Oh. Okay. Einer ist tot. Rundenbasieren. Gauner, Einbrecher. Du heil sie. Danke schon. Du heil sie. 12 Punkte. Dann müsst ihr doch bald mal fliehen. Du heil dich. Knapp. Du heil sie. Ah, du bist auch gleich tot. Sehr schön. Aber doch ziemlich haarig, die Ecke hier. Du heilen. Aber auch profitabel. Oh. Yeah. Oh oh. Und K.O. Talana am Schreien. Nichts wie weg. Das hast du sehr gut getroffen, die Wortwahl. Ja. Also ich wage zu behaupten, dass das das Schwierige ist als der Tempel von Ba. Das heißt, wir verkriechen uns jetzt. Reisen zurück nach Neusorpigal. Versuchen da den Expertenrang zu bekommen, verkaufen vor unsere ganzen Waffen. Das sind doch ganz schön ziemlich viele Waffen geworden. Kommen die denn alle her? Ach so, von den Echsenmenschen. Ja, sehr schön. Was sind die wert? 100 Goldmünzen jeweils. So dürften wir doch eventuell auf unsere 2000 Gold kommen, wenn es denn wirklich 2000 kostet. Kommt an einem anderen Tag wieder. Okay. Ein Tag bis zur Arena. Ach komm. Gucken wir mal in die Arena. Oh, hier ist mir nicht so wohl. Ich weiß nicht, warum dir hier nicht wohl ist. Warte mal, wir machen ein magisches Auge. Wir machen einen Segen. Und gucken dann, ob der Buff weggeht oder nicht, wenn wir starten. Geht's? Arena-Auszeichnung erwerben. Und zwar, sagen wir mal, knappe. Ratten, Ratten. Bar-Fanatiker. Ja, das ist unsere Kragenweite. Sehr gut. Also könnten wir doch vielleicht die Ritter nehmen das nächste Mal. So könnten wir auch eine Weile Gold verdienen, denke ich. Immer uns ein bisschen rumtreiben. Und einmal die Woche in die Arena. Doofe Monsterratte. So, gewonnen. Das wird aber bestimmt nicht viel Gold geben bei so leichten Gegnern. Wie geht's? 700 Gold. Sehr schön. Aus hier. Brauchst du ein Pferd? Sattel die Neues Pferde. Obigal. Wir haben jetzt definitiv die 2000, ohne irgendwas verkauft zu haben. Sieh dich ruhig um. Ja, gerne das.
Und das. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Suchst du eine Waffe? Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Weg. So. Hello. Feuer. Hallo. Experte Kondition? Nein. Oh, hallo. Experte Meditation. Das okay. Passt. Sehr schön. Wie geht's? Das war das Mädchen. Wie geht's? Das war der Auftraggeber für die Spinne. Das heißt, hier hinten war Feuer und Erde, glaube ich. Schön, dass du da bist. Genau, Experte Feuermagie. 1000 okay. Gold nur. Wie geht's? Experte der Erdmagie. Wie geht's? Experte der spirituellen Magie. 1000 Gold. Hätte ich lieber Körper. Haben wir hier Körper? Geist? Hallo. Körpermagie. Okay. Okay. Das heißt, ihr Heilzauber erholt jetzt schneller. Und wir sind wieder pleite. Na gut. Das kann weg. Du da hin. So, also wir haben definitiv genug Flaschen, um jetzt immer wieder Heiltränke, Mana-Tränke oder Gifttränke gegen Gifttränke zu mischen. Wo wir gerade hier sind, haben wir noch irgendwas zu tun. Da waren wir, hier haben wir aufgeräumt, da haben wir aufgeräumt. Nö. Okay, wieder weg hier. Brauchst du ein Pferd? Sattel die Pferde. Iron Fist. Brauchst du ein Pferd? Und jetzt sollten wir rausfinden, an welchem Wochentag die Arena ist. Wir haben Freitag. Nein. Jetzt haben wir Sonntag. Brauchst du ein Pferd? Jo, ein Tag bis Arena. Du hast nicht genug Gold, um zur Arena zu fahren. Okay. Metallgewebe, nein. Adlerauge. Wir kaufen jetzt diese Armbrust. Haben 45 Gold. Brauchst du ein Pferd? Und haben dann noch 5 Gold über.